Die Übereinkunft steckte unter anderem die Grenzen zwischen den angelsächsischen und skandinavischen Territorien, die später Danelag genannt wurden, ab. Sie legten zudem die Gleichwertigkeit freier Männer beider Seiten bezüglich des Wehrgeldes fest, also der Strafe bzw. Entschädigung für den Fall, dass eine Person getötet wurde. Obwohl aufgeführt ist, dass Geiseln ausgetauscht werden sollten, um den Handel über die Grenzen hinaus abzusichern, setzte dieser Vertrag den skandinavischen Plünderungen kein Ende. Dennoch war es für Alfred ein wichtiger Schritt, da er ihm eine Atempause nach den ständigen Angriffen verschaffte. Dies ermöglichte es ihm, sein Reich neu und besser zu organisieren und seinen Einfluss in die Nachbarkönigreich Mercia auszuweiten, was letztendlich zur Vereinigung Englands führte. Stell dir mal vor, man muss den rechten Text lesen, den man nicht erkennt. Ja, genau. Erstmal noch übersetzen, was da steht. Ich habe Bischof Denewulf bisher nicht getroffen. Hat er Thunbjörns alte Heimstatt übernommen? Natürlich. Du warst ja nicht hier, seit der Neuaufbau begann. Ich führe dich hin. Diese Stadt ist ein ausgezeichnetes Beispiel für die Burgen, die ich überall in Westsexe bauen will. Und schließlich auch im ganzen Land. Mit Festen wie Winchester, nicht mehr als einen Tagesritt von jedem Dorf entfernt, wird das gemeine Volk geschützt sein. Halt Papier. Aber jetzt leg dich hin und erhol dich gut. Schlaf ein bisschen. Ich habe diese Ruinen schon immer gemocht. Sie sind die beste Erinnerung daran, wie jede große Macht zusammenbricht, wenn ihr Volk sich uneins ist. Und doch sind einige Mauern der Stadt auf römischem Fundament gebaut. Dir entgeht nichts, Elric. Es ist, musst du wissen, weniger wahrscheinlich, dass die Heiden unsere Befestigungen bemerken, wenn die Grundmauern schon vorher hier waren. Vorwurfsvoll das klang. Was dich hier erzählt, glaube ich, eine Gefangenschaft gelegt. Willkommen, oh willkommen, Herr. Da ist er. Ob ich seine Hoheit bitten kann, meinen Abort zu verschönern? Pass lieber auf dein Mundwerk auf, wenn seine Wachen dich nicht niederschlagen sollen. Das schaffe ich schon gut allein. Ich bin unendlich stolz auf unser Münster, die erste Kirche meines Königreichs. Es ist beeindruckend. Obwohl ich zugeben muss, mein Herz sehnt sich nach dem schlichten Trost, den eine Zufluchtsstätte wie Chippenham. Aber jetzt hast du mich so gesehen. Sie dienen verschiedenen Zwecken. Als Herz des Bistums Winchester muss diese Kirche all jene willkommen heißen, die unseren Herrn suchen. Ich hoffe, sie eines Tages auszubauen. Aber gerade habe ich Drängenderes zu tun. Drängenderes? Dränger, Dränger, Dränger. Was ist denn, Kind? Meine Mama ist krank. Sie steht nicht auf. Bitte. Oh, bitte, hilf ihr! Bring mich zu ihr. Sie ist in der Krankenstube. Ich sagte zu ihr, Mama, du verbrennst ja. Aber sie wollte das Haus nicht verlassen. Also nahm ich ihre Hand und wir gingen zu den Schwestern. Aber sie sagen, es gibt nichts, was sie tun können. Dann sah ich dich. Und ich wusste, du könntest helfen. Du bist der König. Meine Mama sagt, du bist Gott ganz nah. Du bist ihm näher als ich. Gemäß der ureigenen Worte unseres Herrn. Oh Gott, gleich. So nah sah ich ihn noch nie. Ein stattlicher Mann. Oh, der muss sich doch denn aber was eingebildet haben. Das ist so der unfassbar. König, bin ich tot, Herr? Ja, du bist gleich tot. Ich werde dir gleich irgendwie Kehle aufs Licht. König Alfred ist gekommen, uns zu helfen. Gott sei Dank, wir sind gerettet. Hä, aber was soll er denn tun? Hey! Boah, die meine ich fertig. Elric, hast du in deiner Zeit als Heiler je eine Krankheit dieser Art gesehen? Ich müsste mir das näher ansehen, aber sicherlich können unsere Schwestern sie vortrefflich versorgen. Oh, mein König. Träume ich? Spare deine Kraft. Oh, ich fühle, wie ich entschwinde. Ich werde dafür sorgen, dass sich gut um deine Tochter gekümmert wird. Sollte es notwendig sein. Möge der Herr dich segnen und bewahren. Möge er dir sein Antlitz zeigen und dir gnädig sein. Amen. 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 Oh,
Danke, mein König. Danke. König Elfert ist gekommen, uns zu helfen. Gott sei Dank, wir sind gerettet. Du bist ein guter König. Ich versuche, für mein Volk da zu sein. Mhm. Ich ertrage es nicht, noch mehr unschuldige Seelen sterben zu sehen. Oh, ich hasse ihn. Können wir irgendwie irgendeinen Speer oder so hinten rein? Bam! Oh Gott, ey, der Typ geht mir so auf den Sack. Alkohol? Ja, ja, jetzt brauche ich Alkohol. Offizielle Berichte lassen den Weg Alfreds des Großen bis zu seiner Krönung als schwere Zeit voller Entbehrungen erscheinen. Die Gesichtsforschung wirft zurzeit einen kritischen Blick auf diese Dokumente. Nicht Gesicht, sondern Geschichte. Ich kann nicht mehr lesen. Ich wollte eigentlich ausmachen, ne? Geschichtsforschung wirft zurzeit einen kritischen Blick auf diese Dokumente, da viele von ihnen von Alfred selbst in Auftrag gegeben wurden. Kurz nachdem Alfred König geworden war, fielen sämtliche angelsächsischen Königreiche außer Wessex unter die Kontrolle von Skandinaviern. Jedoch nimmt man inzwischen an, dass auch Alfred den Wikingern Tribut zahlte und somit ein Vasallenkönig war, der nur an der Macht blieb, solange er seine skandinavischen Herren zufriedenstellte. Sein Reich war also keineswegs die letzte Bastion der Freiheit unter den angelsächsischen Königreichen, als er es gerne darstellte. Natürlich hat er sich besser dargestellt, als er ist. Alles klar, Pia. Nee, ich vergesse das nicht. Erhol dich gut, schlaf schön und danke, dass du da warst. Träume schön nicht. Eivor, regel mal. Ja, bitte, Eivor. Bitte, erlöse uns. Ein Vasallenkönig zu werden, war jedoch wahrscheinlich eher eine Notwendigkeit als eine freie Entscheidung. Alfred war genauso Teil der politischen Landschaft wie alle anderen zu jener Zeit. Er war jedoch der Erste, der sich und sein Volk erfolgreich von den Beschränkungen ausländischer Herrscher befreien konnte. Das war und ist immer noch eine bemerkenswerte Leistung. Dieser silberne Penny wurde im ersten Jahrzehnt von König Alfreds Herrschaft geprägt. Heute können diese Münzen bis zu 20.000 Pfund Sterling wert sein. Krass. Gehen wir Münzen suchen? Ja, ich drück die Daumen hier. Denk nicht dran. Habe meine Träume wahr werden sehen. Und doch sind wir immer noch in Gefahr. Deswegen brauche ich die Zustimmung des Vitenagemuts. Wir müssen so viele Burgen und Festen bauen wie notwendig, die sich über das Land ausbreiten. Und jede dieser Festen soll unter der Aufsicht ausgebildeter Männer sein, die uns beschützen können, wenn die Zeit kommt. Du hast alles durchdacht. So ist es. Und doch werde ich von eben jenen Männern erstickt, die mich unterstützen sollen. Dank unserer Mühlen kann ich sicher sein, dass meinem Volk nie das Brot ausgeht. Zumindest wenn ich mich von den Leiden fernhalte. Ich fürchte, ich bin eher zum Herrschen, denn zum Backen geeignet. Eher zum Kacken geeignet, ey. Ja, du stinkst! Gleiche gedacht. Sehr gut. Kann man so herablassen klingen, wenn man davon spricht, anderen zu helfen. Wir haben zu die Wohnstadt des Bischofs. Echt eine Kunst. Ja. Hier verlasse ich dich. Die Ethelinge erwarten mich in der Vitenagemuthalle. Ich zähle auf dich, Elric. Bitte, tu das Richtige, sonst wirst du. Davon ab. Unsere Zukunft hängt davon ab, Elric. Jetzt gib dir mal Mühe. Ja, ich vergesse sowas nicht. Keinen Druck machen. Ich sehe das schon. Bruder, ich suche den Bischof. Ey, Bruder. Deswegen. Wegen einer Sache, die ich mit dem Bischof alleine besprechen muss. Umgehend. Wie du willst. Er ist dort drüben und liest die Schreiben des Tages. Schlaf schön, Pierre. Wo ist er? Da drin. Ach, ich bin schon mal vorbeigelaufen. Wie soll ich den jetzt überzeugen? Ey?
Die Christianisierung der Angelsachsen ruhte größtenteils auf den Schultern des Adels, vor allem der Königsfamilie. Mit ihrem Einfluss, Reichtum und ihrer militärischen Stärke unterstützten sie die Missionare bei der Verbreitung der christlichen Lehre in ganz England. Die gesellschaftliche Elite förderte die Missionare aber nicht nur aus christlicher Nächstenliebe. Der Kirche zu helfen bedeutete, in einen mächtigen Verbündeten zu investieren. Denn selbst als der kirchliche Einfluss überall in angelsächsischen Territorien zunahm, verblieb eine Menge Macht in der Hand des Königshauses. Zum Beispiel konnte es Bischöfe wie auch Äbte und Äbtissinnen aus dem königlichen Gefolge ernennen. Es war für einen König von Vorteil, die hochrangigen Mitglieder des Klerus selbst auswählen zu können, denn die Ernannten standen daraufhin in seiner Schuld. Die Macht des Königs bei dieser Ernennung war jedoch nicht unbegrenzt. Der Auswahlprozess erforderte Verhandlungen, Konfrontation und Kompromisse zwischen den Kirchenoberhäupten und der Krone. Hier ist eine Illustration von König Oswald von Northumbria, einem Herrscher, der den Klerus stark unterstützte. Die Kirche sprach ihn nach seinem Tod heilig. Vater, dein König braucht dich. Es ist üblich, dass man sich erst einmal vorstellt, junger Herr. Ich bin Bruder Erik aus der Abtei Runkwuda. Du hast unsere wertvolle Reliquie von der Insel Ilge gerettet. Ich... Ja. Ja, das habe ich. Es ist schon lange her. Und nun bist du hier. Was bringt dich nach Winchester? König Alfred ersucht die Unterstützung des Herrn, um seine Gesetze bei den Ätherlingen umzusetzen. Es liege jedermann fern, im Namen des Herrn zu sprechen. Was sind das für Gesetze, die König Alfred vorantreibt? Wenn er Westsexe gegen die heidnische Bedrohung beschützen soll, braucht König Alfred das Vertrauen der Fürsten in seine Pläne, damit wir anderen Angriffen widerstehen. Welche Art von Plänen? Muss ich das jetzt wissen? Ich habe nicht zugehört. Er will das Netz an Festungen ausbauen, das er mit Winchester begann. Er sieht diese Burgen als beste Antwort gegen die Angriffe der Heiden. Ein Ort für jeden Mann und jede Frau des Landes, um Zuflucht zu suchen. Wie kann ich aber sicher sein, dass ich Gott helfe und nicht nur dem Stolz eines Mannes diene? König Alfred ist ein Mann Gottes. Er möchte das Königreich durch unseren gemeinsamen Glauben ein. Ich muss zugeben, dass es uns bei der Verbreitung der frohen Kunde geholfen hat, einen frommen Mann an der Spitze des Königreichs zu haben. Du hast mich überzeugt, Bruder. Cool, Bruder. Ich glaube, dass Alfreds Absichten aufrichtig sind. Danke, Bro. Ich werde die Angelegenheit mit meinen Brüdern besprechen und eine Entscheidung treffen. In der Zwischenzeit trägt Alfred sein Anliegen dem Vite Nagemord vor. Meine edlen Mitstreiter, bitte hört meine Worte. Ich hasse ihn. Was könntest du sonst noch zu sagen haben? Wir haben den Krieg gewonnen. Lasst uns unsere Wunden lecken und zu unseren Frauen heimkehren. Und sie dann lecken. Wir haben eine einzelne Schlacht gewonnen und das nur knapp. Wir müssen bereit sein, wenn die Heiden zurückkommen. Denn das werden sie. Was, wenn wir dafür zahlen, dass sie gehen? Den Dänen Tribut zu zahlen, wird sie nur ermutigen zu bleiben und mehr zu verlangen. Versteht ihr nicht? Ich schlage einen Weg vor, durch den wir jederzeit geschützt sind. Ein Heer, das ganze Jahr über, nicht nur zum Wohle meines Königreichs, sondern für unser aller Wohl. Oh, deine Ziele sind sehr klar, Fürst Alfred. In der Tat. Können wir dir die Führung unserer Männer anvertrauen? Das ist doch lächerlich. Habe ich mir nicht euer Vertrauen verdient? Mein König, Bischof Denewulf wünscht zu sprechen. Bischof, bitte. Ich bin gekommen, die Unterstützung der Kirche zu übermitteln. Der Wille unseres Herrn stimmt mit Alfreds Absichten überein. Wenn ihr Männer des Glaubens seid,
Werdet ihr zustimmen? Ätelinge, wenn nicht, werdet ihr verbannt, verbrannt oder was auch immer, weil ihr dann heidische... Trotz meiner Zweifel werde ich mich nicht gegen die Wünsche Gottes wenden. Du hast meine Unterstützung. Ja, genau. Unsere ebenso. Vorerst. Ich hasse Menschen, ich hasse sie, ich hasse sie. Ich hasse alle. Um meine guten Absichten zu beweisen, lasst alles euch die Wirksamkeit meiner Festen zeigen. Bitte, folgt mir. Und die, warte, jetzt spiele ich den? Oh Gott, das ist doch jetzt ein Albtraum. Das ist doch jetzt scheiße. Eine der wichtigsten Waffen von Elfrids Arsenal, um Menschen hinter sich zu versammeln, war seine Predigt über Gott. Und Gott und Gott und Gott. War die Vorstellung, dass die Angelsachsen ein Volk bildeten, die Gen Anglorum oder Anglicin, mit anderen Worten, sie waren Englisch. Dann sag das doch gleich, Mann. Während seiner Herrschaft propagierte Elfrid die Vorstellung eines gemeinsamen englischen Volkes. Als stolze und glaubensstarke Mitglieder der Kirche unterschieden sie sich von anderen. Dieser Unterschied wird in dem Vertrag, der um 885 herum zwischen Elfrid und Guthrum geschlossen wurde, besonders deutlich. Darin ist von einer Übereinkunft zwischen dem ganzen englischen Volk und dem Volk in Ostanglien die Rede. Mit anderen Worten, Elfrid stärkte seine Macht, indem er sich selbst als Herrscher eines christlichen Volkes bezeichnete, das sich vom Rest der Bevölkerung unterschied. Die Karte zeigte die territoriale Trennung Britanniens im Frühmittelalter nach dem Vertrag von Elfrid und Guthrum. In Rot A, das von Skandinavien kontrollierte Gebiet, das Danelag genannt wurde. In Grün B, das Land, das schließlich dem frühenglischen Königreich entsprechen sollte, das sich aus dem Vereinigen zweier Reiche ergab, Mercia und Wessex. Was hast du im Sinn? Ich bringe sie zum Leuchtfeuer. Wenn meine Wachleute antworten, sehen sie, dass der Plan aufgeht. Elric, ich bin überaus dankbar dafür, was du heute für mich getan hast. Selbstverständlich. Ich bin geehrt, dass du mich wähltest. Sag mir, wie kann ich meine Schuld jemals begleichen? Nun, ich muss zugeben, ich fühle meinen Zweck andernorts. Was meinst du? Ich habe mit den Nordlingen gelebt, Bande mit ihnen geflochten. Zu sehen, wie Guthrum Ethelstan getauft wird, zeigte mir meine wahre Aufgabe. Ich verstehe ihre Art, glaube ich. Die Dänen sind nicht völlig verloren, Herr. Wir können sie noch retten, bekehren. Aber von der Abtei Rungpuder aus... Als ob es irgendwelche Abschaum wäre, nur weil die nicht getauft sind, ne? Ich sorge dafür, dass du an ein anderes Münster versetzt wirst, Elric. Ich weiß auch schon welches. Ich danke dir, Herr. Okay. Also genauso sehen die Christen es aber. Ja. Damit bin ich nicht getauft, ey. Meine Eltern sind aber getauft, weil wenn man heiratet kirchlich, dann muss man getauft werden. Gut, ich gehe. Mein König, nein! Das ist unter deiner... Nee, ich werde mir sie so unterwerfen. Jetzt verdient der Drecksack. Möge dieses Licht ein Zeichen eines neuen Anfangs sein. Das Volk wird sich erheben und das Land zurückerobern, welches rechtmäßig seines ist. Die Vite Nagemord hat zugestimmt, König Elfrids Pläne zu folgen, Westex und Bogen errichten, um seine Bewohner zu schützen. Währenddessen reist Bruder Eric nach Eforic, wo er mehr Dänen zum christlichen Glauben führen kann. Ja, das stimmt, ja, das weiß ich. Hm.
Eine Taufe, keine Heirat, ja. Also kirchlich. In der Kirche kannst du das nicht machen. Wenn du Standesamt oder so gehst, da brauchst du das, glaube ich, gar nicht. Aber keine Ahnung. 14 Jahre sind vergangen für Thorstein und Gunhilde, die jetzt reiche Händler in der blühenden Stadt Eivorvik sind, wo Wikinger und Angelsachsen Regen handeln. Ich bin gar nicht mehr durch. Der sieht immer noch genauso aus. Es sind 14 Jahre vergangen, der sieht immer noch so aus. Boah, das tut gerade den Augen weh. So hell. Trück, ihr ehemaliger Srell, sollte eine angelsächsische Frau heiraten, eine Verbindung, die drei Gemüter... So schnell kann ich nicht lesen. Der Himmel sollte diesen Nachmittag klar bleiben. Sehr schade, dass sie nicht bei Morgengrauen geheiratet haben. Das Licht bringt die Schönheit hervor. Ist sie jemand, den ich kenne? Du kannst sie das nächste Mal grüßen, wenn du einen Spiegel erblickst. Sei unbesorgt. Ich werde viel Zeit für Schönheit haben, während ich Edgüd bei den Vorbereitungen helfe. Du solltest Trück nicht so lange allein arbeiten lassen, sonst kann er in einem wichtigen Moment seine ehelichen Pflichten nicht erfüllen. Ich muss einige Zeit im Laden verbringen. Und dann ist da die Sache mit deinem Geschenk. Das bestgehütete Geheimnis in 20 Jahren Ehe. Ich bin beeindruckt, dass du deine Zunge im Zaum halten konntest. Du überraschst mich jeden Tag. Ich dachte, es wäre an der Zeit, zumindest einmal den Gefallen zu erwidern. Das hast du bereits. Ich war vielleicht ungehalten, als du mich geweckt hast, aber der Sonnenaufgang war besonders schön. Morgen dann ebenso? Lass uns erst einmal heute überstehen. Mhm. Nehmt euch ein Zimmer, ey. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh, was ich alles noch vorlesen muss. Heilige Kacke. Uiuiui. Hallo Nylon. Ich bin gerade fassungslos. Guckt euch mal an, was ich hier noch lesen darf. Das ist eine Menge. Warum ich so viel lesen muss, weil ich gerade die Discovery-Tour von Assassin's Creed Valhalla spiele und dort die Einblicke von der Geschichte, von den Wikingern, von den ganzen Sachsen und alles erklärt wird und wie alles so zustande kam. Ja. Eieiei. Es macht schon Spaß, aber ich merke einfach, wie meine Stimme komplett versagt. So nach 9 Stunden jetzt. Willst du nicht mein Hörbuch einsprechen? Ich würde mich, glaube ich, da auch die ganze Zeit verhaspeln. Ich glaube, ich wäre dafür gar nicht so geeignet. Und dann bereite das mal fürs nächste Mal vor, Lisa. Dann richtest du den schönen knisterndes Kaminfeuer ein, ziehst dir einen obligatorischen Vorleser, Badelmantel und Puschen an und dann machst du denn. Wow. Read Liza, ja. Sehr gute Idee. Reicht es nicht, wenn wir da die Vikings-Serie schauen? Die ist zwar auch sehr cool, die Serie, das stimmt, aber hier werden halt auch sehr viele spezifische Sachen erklärt. Ja, hier wird auch noch ein bisschen mehr tiefer in die Geschichte eingedrungen, sag ich mal. Klar, bei Vikings lernt man auch eine Menge. Ja, tiefer.
Aber hier gibt es so manchmal Sachen, wo ich mir denke, das habe ich noch nie in meinem Leben gehört, wie das zustande kam und warum und weshalb. Nachdem die Skandinavier das heutige York, ehemaliges Eyvorvik oder Eyvorvik, ich kann das immer nicht aussprechen, dann Jorvik 866 erobert und sich da niedergelassen hatten, hat die Stadt archäologischen Funden zufolge eine Zeit des massiven Wandels durchgemacht, eine regelrechte Blütezeit. Vor seiner Eroberung war York bei den Angelsachsen als Eyvorvik bekannt und bestand aus vereinzelten Gebäuden. Nach der Eroberung durch die Wikinger, so legen es archäologischen Untersuchungen nahe, errichteten diese in einer sehr viel strukturierteren und organisierten Form zahlreiche neue Häuser und nannten die Stadt Jorvik. Weitere Untersuchungen deuteten darauf hin, dass es etwa zur Zeit, als sich die Wikinger auf beiden Seiten der Use, River Use, niederließen, zu einem sprunghaften Anstieg der Bevölkerungszahl kam. Diese Funde scheinen die Entwicklung von York zu einem städtischen Zentrum dieser Epoche zu belegen. Der Helm, der hier zu sehen ist, gehört zu den Hinterlassenschaften der damaligen Bewohner Yorks und er erinnert daran, dass selbst in Zeiten von Wachstum und Wohlstand der Krieg ein ständiger Begleiter im alltäglichen Leben war. Das ist hier halt so ein realer, also ein echter Helm, der gefunden wurde. Ein Yorkshire Museum ist das. Hört doch eh nicht zu. Was? Okay, also quasi wie in Odyssey. Genau, in Odyssey war ja auch diese Erkundungstour. Die hatten wir auch gemacht. Das ist das Gleiche, nur ein bisschen, die haben es in dem Teil ein bisschen anders gemacht, dass hier so zwei Storys miteinander verknüpft sind. Also wir erleben die Geschichte von ihm hier und von dem Mönch und von König Alfred. Also der ist von Norwegen jetzt hier so rübergekommen. Jetzt lebt er hier. Der hier oben. Neues Leben, neue Lande. Also sind von Norwegen jetzt hierher. Guck mal, was wir für eine lange Reise schon hinter uns haben. Hier unten waren wir halt auch schon überall. Sind wir komplett hier oben. Die Stadt Jorvik, das heutige York, war ein großes internationales Handelszentrum, das seinen Erfolg teilweise dem blühenden Handwerkermarkt verdankte. Das Kopari-Garter-Viertel, heute Coppergate, war ein lebendiger Ort der Kultur, der Handwerkskunst und des Handels. Nylon, danke schön für den Follow. Ja, hier muss eine Menge lesen, also... Das ist wirklich viel zu lesen hier. Keine Reaktion sagt mir eigentlich, nein, gut. Ja, ich höre ja gleich auf. Wer damals den Kopari-Garter-Markt besuchte, konnte Waren und Schätze aus allen Ecken der Welt entdecken. Außerdem fanden sich dort Handwerkerinnen und Handwerker jeglicher Art. Töpfereien, Webereien, Silberschmieden, Eisenschmieden, Lederwerkstätten, Glaswerkstätten, Kammermacher, Verarbeitung von Holz, Horn, Geweihen, Stein, Knochen und vielem, vielem mehr. Dieses eiserne Schloss und diese Lederschuhe sind nur einige der vielen Dinge, die es hier zu kaufen gab. Außerdem wurden hier vermutlich auch versklavte Menschen zum Verkauf angeboten, denn Sklaverei spielte eine große Rolle in den sozialen und wirtschaftlichen Strukturen der Nordleute wie auch der Angelsachsen. Oh, krass, wie das aussieht einfach. Und cool. Wann ist gleich? Wenn es rum ist? Das normale gleich oder mein gleich? Maybe? Hallo Euro? Gleich, wo ich hier weitermachen soll. Es geht so viel. Hafenspeicher.
Im früheren Mittelalter verlagerte sich das Zentrum des europäischen Handels vom Mittelmeer in die Meere des Nordens. Durch diesen Umstand gelangten Güter und Reichtümer aus aller Welt in die mittlerweile skandinavischen Stadt Jorvik. Die Waren, die in York gehandelt wurden, stammten teilweise aus Ostasien. Wer dort siedelte, konnte fremdländische Produkte wie Gewürze, Zimt, Pfeffer, Seide oder Karneolperlen aus Indien erwerben. Die Nordleute stellten gerne ihren Reichtum zur Schau. Das Tragen seidener Kleidungsstücke, ich sehe, das fängt schon an, Stotter, oder Kopfbedeckungen war eine Möglichkeit, allen zu zeigen, wie reich man war. Wie sieht das Game, um den Schluss zu sagen? Valhalla macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Es hat, Bakalla, man nennt es auch Bakalla wegen den ganzen Bugs, aber die Story an sich ist ziemlich cool, wegen, ne, wenn man so Vikings und so geschaut hat, dann, es kommt schon ein bisschen da nah dran, auch mit der nordischen Mythologie wird viel reingebracht, was halt das Interessante daran noch ist. Es macht auf jeden Fall Bock, also ich hatte sehr viel Spaß. Also ich habe bis jetzt keine Bugs. Dann ist das sehr gut. Ich hatte, wo die gepatcht haben, ich habe das Spiel aber von Anfang an schon gehabt. Da war das halt schlimm. Ich meine, die haben ja in der Zeit einige Patches nachgelegt. Da kann ja schon viel behoben worden sein. Deswegen hat man da vielleicht ein bisschen mehr Spaß dann. Ich hatte aber einige Bugs bekommen. Ich habe das aber auch von Anfang an, also zu Release gespielt. Da ist dann halt immer, schleichen sich viele Sachen noch ein. Ja, ich hatte am 16. Also es ist ja schon 2 Tage her. Wir haben jetzt schon wieder 9 Tag. Dankeschön, Euro. Bakalla klingt nach Süßigkeit. Man sollte es Baklava nennen. Oh, Baklava ist wirklich sehr süß. Trick! Du hast ohne mich mit dem Ausladen begonnen. Ich gratuliere mich. Schwere Arbeit vor der Hochzeit? Dankeschön, Slani. Deine Braut wird den Bund nicht mit einem Kuss besiegeln wollen. Ich? Wenn du nicht willst, dass ich so sehr schwitze, kannst du mir helfen, die Waren zu unserem Stand zu bringen. Ich gebe dir deine Freiheit und im Gegenzug gibst du mir Befehle? Du hast Glück, dass ich dich nicht mit weiter... Wow, er geht einfach weiter. Das interessiert ihn einfach nicht. Er soll schwitzen für seine Hochzeit. Ja, ein bisschen trainieren, ein bisschen Ausdauer antrainieren für gewisse Dinge. Das Spiel seit Anfang auch, aber ich habe keine Bugs gehabt. Bloß Frage ist, welche Story? Da hast du wirklich sehr viel Glück gehabt. Bei mir hat sich das immer mehr eingeschlichen. Umso mehr die gepatcht haben, haben sich immer mehr Bugs bei mir eingeschlichen. Warum auch immer. Eigentlich sollte das ja das beheben. Als seefahrendes Volk kannten die mittelalterlichen Skandinavier zwar viele Schiffsarten, doch wurde wohl keines so viel genutzt wie das Frachtschiff. Knör, ein hochseetaugliches Handelsschiff. Ja, genau, Euro. Wir haben vorhin auch die Patch-Sache mit dem Crossover gespielt, mit Cassandra und Eivor. Das ist hier die Discovery-Tour, also die Geschichtstour, wo man die ganzen, also du siehst da, ich lese hier alles gerade vor, wie die alles, die Wikinger alles gemacht haben, wie die gebaut haben, wie die Überfälle gemacht haben, all der ganze Kram wird hier so geschichtlich aufgeführt. Was machen die seit Origin? Bringen die diese Discovery-Tour. Finde ich sehr interessant, da steckt auch sehr viel Arbeit drin, deswegen nehme ich das auch immer mit. Das kommt immer ein halbes Jahr später nach dem Release vom Spiel. Weil die müssen das ja auch erstmal alles erarbeiten. Also ich habe bald 200 Stunden in dem Spiel. Ja. Wie auf diesem Bild zu sehen ist, war der Rumpf des Hochseehandelsschiffes der größte, breiteste und tiefste aller altnordischen Schiffe. Somit konnte es mehr Gewicht als seine Geschwister tragen, nämlich bis zu 24 Tonnen Fracht.
Deshalb wurde das Schiff oft für kommerzielle Zwecke wie Transport oder Handel eingesetzt. Es war anpassungsfähig und konnte sowohl über die Weiten der Meere als auch über flache Flüsse im Landesinneren fahren. Man brachte damit skandinavische Siedler und ihr Vieh sowohl in naheliegende Gebiete wie das angelsächsische Britannien als auch zu fernen Zielen wie Island oder Grönland. Als Handelsschiff brachten die Knörr nicht so wendig wie ein Kriegsschiff zu sein. Dadurch waren weniger Besatzungsmitglieder und weniger Ruder notwendig, um sie den Kurs wechseln zu lassen. Praktischerweise blieb somit mehr Platz für Fracht und Waren. Ja. Das sind halt auch reelle Bilder hier, ne? Ja, also. Engerland hieß der eine Landesteil, glaube ich, auch wirklich. Ja, das hieß Engerland, genau. Oder Norwegische, also Norwegen oder was war da noch alles? Ja, halt Engerland. Ich hab jetzt die anderen gerade hier nicht. Das ist schon sehr lustig. Alles immer hieß. Winland, genau. Winland ist Finnland. Ich gebe dir deine Freiheit und im Finnland-Saga? Der Anime ist auch cool. Kenn die. Wenn es darauf bezogen war. Oder war es auf was anderes bezogen? Wahrscheinlich habe ich jetzt gefailt. Du gehörst gefühlt jeden Anime. Lass mich. In irgendwas muss ich gut sein. Laufe ich hier gerade im Kreis, aber okay. Korrekt, war auf den Anime bezogen. Ja, sehr gut. Ja, ist richtig. Wir sind so viel im Gut. Ja, ja. Ja. Trost so mächtig. Oh ja. Lisa ist so Multitalent. Nee, bin ich gar nicht. Überhaupt nicht. Viele Völker haben Steine bearbeitet, um ihre Religiosität Ausdruck zu verleihen oder einzelne Personen und Ereignisse zu feiern. Diese atemberaubenden Kunstwerke lassen gleichzeitig aber auch Rückschlüsse auf das Leben ihrer Erschaffer zu. Bisher sind etwa 400 anglo-skandinavische Steinskulpturen bekannt, die zwischen 876 und 1066 errichtet wurden. Die zunehmende Zahl neuer Skulpturen in diesem Zeitraum legt die Vermutung nahe, dass die Bevölkerung in der Region des Danelag nicht nur wuchs, sondern auch wohlhabender wurde. In mancher dieser Skulpturen wurde sowohl heidnische als auch christliche Symbole eingraviert. Dieses Kreuz stellt beispielsweise sowohl Jesus am Kreuz dar, als auch filigrane heidnische Muster. Das könnte bedeuten, dass sich die christlichen und heidnischen Glaubensvorstellungen in der anglo-skandinavischen Gesellschaft immer mehr miteinander vermischt haben. Ist das eine 69 da drin? Da? Das ist doch eine 69. Da. 69. Nice, ja. Mir sogar die 69 tätowiert. Oh, geil. Ich liebe es. Alles, die verfolgt mich einfach. Ich musste das. Wir haben dich damals schon verehrt. Ja. Das bedenke ich, dass du das auf dem Arm hast. Ich finde die Zahl einfach lustig und weil sie mich verfolgt. Die verfolgt mich schon seit Jahren. In jedem Spiel. Überall. Das ist eher so ein ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Anscheinend konnten sich Wikinger und Angelsachsen zu ihrer Zeit noch ansatzweise verständigen, da ihre Sprachen sich ähnelten und noch nicht lange auseinanderentwickelt hatten. Für die englischen Sprachaufnahmen hat sich das Voice-Design-Team linguistische Hilfe geholt. Zum Beispiel von der Runologin Maya Beckwall von der Universität Uppsala. Uppsala.
Lustiges Wort. Die Texte wurden in 3 Versionen geschrieben. Auf Englisch für den Kontext, in der Originalsprache, Latein, Altnordisch, Altenglisch und in Lautschrift, um die Aussprache vorzugeben. Aussprache, ungefähr so. Spannenderweise fiel es allen Isländern und Isländerinnen relativ leicht, Altnordisch zu sprechen. Tja, die bräuchten wahrscheinlich kein Wörterbuch, wenn sie ihre Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßeltern mal treffen würden. Auch wenn das eher unwahrscheinlich ist. Die römischen Zeilen können nicht so viele Menschen lesen. Das ist ja auch der Sinn der Sache, dass es nicht jeder einfach so weiß, was da steht. Eine Stadt in Schweden heißt auch Uppsala. Echt? Ach, die ist auch gemein. Oh, wow, ich bekomme ja gar nichts mehr mit hier. Jörg, ehemalig Euforvik, dann Jorvik, war ein Zentrum des nordischen Handels. Hier tauschten Angelsachsen und Nordleute nicht nur Waren aus, sondern auch Kultur, Stil und Mode. Wolle war bei beiden Bevölkerungsgruppen das meistverwendete Material, gefolgt von Lein. Außerdem gab es Kleidungsstücke aus oder mit Seide, die von weit her aus den Nahen oder Fernen Osten ins angelsächsische Britannien gebracht worden war. Der angelsächsische und der skandinavische Modestil unterschieden sich. In Skandinavien waren gefärbte Stoffe beliebter als im angelsächsischen Raum. Die nordische Kleidung war heller und farbenfroher. Die Fusion von angelsächsischem und nordischem Modestil lässt sich anhand von Broschen und Fibeln, die vor allem von Frauen getragen wurden, nachverfolgen. Als die Nordleute auf den britischen Inseln ankamen, ließen sich die skandinavischen Fibeln leicht von den angelsächsischen unterscheiden. Sie unterschieden sich in Größe, Form, Dekoration und der Art der Befestigung. Aber je mehr sich die beiden Kulturen im Laufe der Zeit annäherten, desto ähnlicher wurden auch die Modestile und die Broschen und Fibeln. Die filigrane Pitney-Fibel, die hier zu sehen ist, ist ein hervorragendes Beispiel für anglo-skandinavische Handwerkskunst. Okay. Cool sieht es schon aus von den Schnörkelungen her und so, ne? Dorf namens Utrata, Dorf, 7 Häuser und eine Straße, die durchführt. Okay. Als Neueinsteiger Animes zu empfehlen. Ich weiß ja nicht, was so deine. Also auf was du so stehst. Auf Fantasy, Action oder so Kämpfe. Ich weiß ja nicht, auf was genau du so abfährst. Also was so dein Geschmack ist, auch bei Serien und alles. Weil zum Beispiel, was die anderen gerade geschrieben haben, Vinland Saga, das ist halt auch sehr, sehr cool, aber auch schon brutal, wenn man auf sowas steht. Da oben? Kupari-Gata-Markt. Das ist irgendwo da oben. Jofavik, das heutige York, ist ein gutes Beispiel dafür, wie die angelsächsische und die nordische Kultur nach und nach verschmolzen sind. Mehrere Häfen und enge Straßen voller fremdländischer Waren lockten das ganze Jahr über Händler aus der ganzen Welt an. Um diesen geschäftigen Ort einzufangen, haben sich die Entwickler an der Coppergate, Kopparigata, einem der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt, orientiert. In der früher als Cup Street bekannten Straße drehte sich alles um den Verkauf von handgemachten Bechern und Töpfen. Sie wurde als Referenz für die ganze Stadt verwendet. Mit seinen kleinen Holzhäusern und den dicht gedrängten Marktständen
bildet Jofovik einen starken Kontrast zu den steinernen angelsächsischen Städten. Action ist das Einzige, was ich geschaut habe. SAO. Ich kann dir zum Beispiel auch Demon Slayer empfehlen. Das ist halt mit Dämonen gegen Dämonenjäger und die Animationen sind echt super. Hat auch einige Folgen. Das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Das ist schon ziemlich cool, auch mit der Musik und alles. Also Demon Slayer ist ein echt wirklich sehr, sehr guter Anime. Da ist jetzt auch die zweite Staffel gerade am Laufen. Kann ich auch empfehlen, auf jeden Fall. Weil es halt auch mit Katana und alles sowas ist schon ziemlich geil.